So, hallo an alle zur nächsten Folge des MMOs. Moment, immer noch alleine. Ist eine Bearbeitung. Ich stehe hier irgendwo mitten in der Pampa bei den schwarzen Straßen Black Roads. Und ich guck mal, ob ich nochmal hier hochkomme, weil da oben ist nämlich das andere Dorf oder so. Ich suche immer noch einen perfekten Hunting Ground, wo ich einfach stehen kann und übelst viele EP einkassieren kann. Natürlich gibt es hier bestimmt ein paar Stellen, aber die kenne ich noch nicht, weil ich noch nicht so viel rumgerannt bin. Deshalb mal gucken. Frage ich jetzt, ob das hier ein Dorf ist oder eher so. Was war das hier? Level 9, Dev 18, ja. Oder so ein Monsterdorf. Nein, ein Dorf. Schön. Du kannst hier Zeug kaufen, was auch immer. So ein, ich glaube, Zwischenposten, bevor es hier zur Wüste geht sogar. Ist da die Kisten? Nein. Keine Kisten. Da vorne ist nämlich jetzt die Wüstenstadt, so. Und die Frage ist halt, was da drin ist. Guck ich mir dann mal an. Jetzt kann man die Sprint-Skills raushauen. Was kann ich mal hier noch? Ah, nicht nach Hunger. Kommt man hier noch rein? Indem man die Mauer umgeht, anscheinend. Man kann die Mauer sogar umgehen. Wow. So, jetzt bin ich mal gespannt. Was gibt's hier für Viecher? Und vor allem, in welchem Level? Vor allem, bin ich hier richtig oder soll ich mich besser verpissen? Das ist die Frage. Ah, ein normaler Villager und... Oh, Level 30, nein. Oh, Gott. Das war schlecht. Level 30 ist noch ein bisschen zu hart. Definitiv. Ein Schlag und die Hälfte vom Leben, von meinem Leben waren weg. Oh, nee. Das machen wir schön nicht. Wir werden mich da zerlegt. Vielleicht kann ich ja vorne ein bisschen gucken vor dieser Wüstenstadt, hier vor so einer Wüstenstadt. Die ziehen hier gerade ein bisschen arg heftig. Nee. So machen wir das nicht. Vielleicht irgendwo ein Hunting Ground oder sowas. Nein, nix. Da vorne ist was. Und das ist auf Level... Oh, Level 26. Nein. Ich nipp hier eiskalt ab. Ich bin hier falsch. Ich muss woanders hin wieder. Vielleicht mal die Kiste öffnen, vielleicht gibt es hier was Gutes. Level 26er Kiste. Ja, ich bin gestorben. Ich habe gerade noch gezogen. Was sind das? Level 13, Dev 22. Da ich Level 13 bin, kann ich die gerade mal anziehen. Ja, das war ein eindeutiger Fail und ich sollte erstmal noch ein bisschen leveln. Vielleicht könnten wir nach Saints Row gehen. So als Anfang. Ich weiß, dass es so 17er waren und da war auch diese Spezialkiste. Irgendwas Dingsen. Ich bin wieder in der Stadt gespawnt. Ja, hab zum Glück nichts verloren, weil ich noch die Seelen hatte. Jedes Mal, wenn ein neuer Tag beginnt, kriegt man eine neue. Und erstmal mal auf Null, das verliert man auch die Items dabei. Ansonsten verliert man keine Items. Ich hab noch Platz im Winter. Ich gehe einfach los. Ich halte das mal ein bisschen gediegen und level erstmal ein bisschen, bevor ich mich da in die Gegend wage. Ich will auch gar nicht wissen, wie es dann aussieht bei... Ist der One-Hit? Level 1? Ja, Level 1 ist One-Hit. Und der hat sogar... Oh, hat sogar... ein Verzauberungsdings gedroppt, womit ich mir Sachen verzaubern kann. Also ein seltenes Item. Verzauberungsdie. Das wird was heißen. Ich habe übrigens gehört, dass Golems mir nicht wehtun, weil die unsterblich sind, so wie Villager. Ja, zum Glück. Danke. Ich wollte es nur austesten. Wenn ich jetzt wieder gestorben wäre. Da. Hier vorne war noch eine Kiste. Ich gucke mal, ob die wieder gespawnt ist. Kiste. Nein, ausnahmsweise nicht, aber da hinten ist eine. Zack. Jetzt nämlich schön über die Mauer drüber gecharged, sozusagen. Eine freie Kiste mit Emeralds drin. Hätte ein bisschen mehr drin sein können. Ich habe schon, in der einen Kiste, die ich gesehen habe, da waren ein halbes Stack Emeralds drin, habe ich alle eingesagt. Ich kann sogar zeigen, wo das war. Das war irgendwo hier vorne. Und hier müsste auch noch eine Kiste sein, soweit ich weiß. Yep. Oh, Flawed Golden Chestplate, bloß, ich sammle einfach alles ein. Level 13, ich glaube, ich muss mich so ein bisschen hier einschränken. Erstmal bei denen hier leveln oder so. Weil alles andere ist ein bisschen zu hart. Einfach mal so ein bisschen anlocken, zu einer kleinen Welle. Dann mit den Skills die alle runterbrezeln. So in der Art. Genau. Und dann leveln mal ganz gemütlich hoch. Die nächste Attacke ist, glaube ich, da kannst du einen Gegner, also als Ritter, die ich jetzt gerade von der Klasse, kannst du einen Gegner irgendwie in die Luft schießen. Luft katapultieren.
und machst übelst Schaden mit dem Ding. Bin ich ja noch gespannt drauf. 13 mal wieder. Na gut, wir sind auf Level 13 still. Ich glaube übrigens, es gibt noch eine Sache, die war weiter vorne, wo man auch gut leveln konnte. Wo die immer wieder spawnen und die sich auch sammeln dann. Das war übrigens der Weg zu den Saints Row. Gibt es auch das Spiel. Ich gucke mal, ob ich das vorne machen kann. Das war nämlich hier vorne. Zufällig. Warte mal kurz, auf die Map gucken. Genau. Im Deadlass Suburb gibt es so eine Stelle. Da muss ich aber noch ein bisschen nach rechts. Ich glaube, das war hier vorne. Ich probiere es einfach mal aus. Ja, wir spawnen recht viele. Oh ja. Das gefällt mir schon eher. Die müssen mir auch keinen Schaden machen, weil die nicht hochkommen. Zombies können nicht Blöcke umspringen. Also hier hoch dürfen sie nicht. Und ich passe darauf auf, dass sie das nicht tun. Oh ja. Das gefällt mir schon eher. Und es werden auch alle getroffen, das ist so geil. Müssten die Folge locker noch Level 14 kommen. Vielleicht sogar Level 15, wenn das weitergeht. So, uns wieder noch, na, noch eine Schaufel. Komm schon. Oh, jetzt leckt es ein bisschen. Jetzt nicht mehr. Einsammeln. Wieder hoch. Legendary Item. Legendary Item. Das ist jetzt krass, den muss ich mal identifizieren oder so, vielleicht ist ein spezieller Effekt drauf. Das ist jetzt heftig. Das ist ja noch besser als Raw Item. Legendary Item, bitte was? Das ist hart. Irgendwo ist bestimmt wieder ein NPC, der die Dinge identifizieren kann. Besser in der Stadt wahrscheinlich. Die gucken uns mal an. Für mich hört sich jetzt viel an, ich weiß nicht, wie das einzuschätzen ist, aber Legendary Item ist eigentlich immer so das Höchste, was man kriegen kann. Maltics Old Spear. Ah, kommt alle her. Kommt alle her. Und lasst euch abfarmen. Ah, Level 14, sag ich doch. So ist richtig. Nur ab und zu, wenn was droppt, gehst mal runter, sammelst es ein. So wie das zum Beispiel. Und gehst wieder hoch. Die Stelle konnte ich mich noch erinnern. Aha. So ein langweiliger Stick. Na kommt schon. Vielleicht noch was Vernünftiges. Das Coole ist auch, dass eine Schaufel war, weil wenn es jetzt wieder für eine falsche Klasse wäre, hätte mir das auch nichts gebracht. Ja, meint übrigens auch, dass Feuerschaden schlecht ist. Glaube ich gar nicht mal. Machst trotzdem immer noch einen Höllenschaden damit. Oh, die Skillpoints noch wieder. Ja, Moment. Mach ich gleich. Tu ich gleich wieder da rein. Oder upgrade, Moment. Mit dem Kompass Skillpoints. Und zwar auf Stärke. Das ist gut. Ich sehe kein Item, was gedroppt ist, nur ein paar Emeralds, aber das sind immer so 1, 2, das ist nicht viel. Die sammle ich nicht immer ein extra. Kisten kann man nicht viel besser farmen. Oder halt Sachen verkaufen, was auch immer. Und Heiltränke, den sammle ich aber ein. Jetzt gleich mal. Ach, wenn ich schon da bin, komm, einfach drüber gehen. Zack, zack, zack. Er haut mich sonst immer, wenn ich nicht alles einsammle. Wie kannst du das liegen lassen? Tja, passiert schon mal. Na komm schon, Zombies. Na kommt schon. Nur hier hoch darfst du nicht. Nein, das verbiete ich dir. Sieht doch gut aus. In der Gruppe ist halt so, hast halt eine höhere Fläche eigentlich, die du beackern kannst. Und ich glaube, jeder in der Gruppe kriegt dieselben EP. Also sie werden nicht aufgesplittet. Das MOs, wie ich die kenne, werden die immer aufgesplittet eigentlich. Kennt jemand zufällig Tibia? Dann müssen die aufgesplittet werden, halt gleichzeitig. Oder je nachdem, wie viele Member in der Party sind. Wenn du halt 10 Member in der Party hast, werden die halt durch 10 geteilt. Ist ein bisschen krasser. Aber doch, wir schaffen vielleicht nur Level 15. Das wäre geil. Das wäre richtig geil. Und dann gucken wir nochmal, was das Item hier genau war. Weil Legendary Item hört sich krass an.
Aber krass. Was gedroppt, ein Helm noch. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Einsammeln, einsammeln, einsammeln. Hoppala. Und wieder hochgehen. Hoch und hoch. So, der Helm hatte Def 19 Level. Oder ist auch ein Unique Item. Skincare. Level 7, Def 2. Den könnte ich mir mal angucken. Wäre schon Level 14. Auch identifizieren. Das kostet immer Palm Rolls oder so. Ich hoffe nur nicht allzu viele. Ich weiß, ich habe nur einen Item Identifier gesehen bis jetzt. Und der war am Anfang bei der Stadt. Oh, nein, 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 nein. Huh. Da muss ich aufpassen. Ja, die können böse Aua machen. Hier vorne steht ein Schaf, das ist ganz böse. Hier kommt Level 14 hier, machen wir noch das. Da liegt nochmal ein Bogen. Und hier liegt so ein Dye, das nehme ich auf jeden Fall mit. Was, so ein Farbstoff meine ich. Und eine Rüstung. Und jetzt wird's tragisch. Heiltrank. Boah, der Level gibt's auf jeden Fall. Also an Mobs fehlt es nicht, aber eher an zu vielen. Was zur Hölle? Ich hab schon wieder keinen Überblick mehr. Zum Glück droppen die Heiltränke ohne Ende. Kein Überblick mehr. Einfach nur Monsterarmeen. Bei diesem Raid war es noch schlimmer. Also in der Stadt. Das war da richtig krass. Irgendwie alle Furzlangen sind da Mobs gespawnt, die alle viel zu stark waren auf mich. Wir können den ja weghauen. War schon 43 Emeralds zusammen. Kommt mir gerade ein bisschen viel vor. Hm, vielleicht wird es noch was mit Level 15. Guck mal, ich muss nur wieder da hochkommen erstmal. Ja. Ich habe schnell den Bogen eingesammelt. Boah, hochgeschafft. Danke. Ah, sieht schon mal gut aus. Jetzt einmal noch reinfeuern. Ah, schön. Ich liebe es, bei einem Ostflächenattacken zu machen, wo du einfach sauschnell sämtliche EP einkassierst. Das ist so geil. Aber die Flächenattacken sind meistens nicht ganz so stark, das ist der Nachteil. Also bei den Games, die ich kenne zumindest. Doch, Level 15 packen wir, komm. Level 15 statt und dann gucken, was das für ein Legendary-Item ist. Und hoffen wir jetzt noch ein Item-Identifier. Warum ist eigentlich die ganze Zeit hier Nacht? Können wir da Tag machen? Ist schon gefühlt seit zwei Folgen, irgendwie. Ah, der Mond geht unter. Und da unten sind auch noch irgendwelche NPCs oder so. Oh ne, ah, Mobs Skeleton Level 10. Da kann schon. Und uns noch eine Cave. Will ich aber nicht rein. Skelett ist für den Krieger ziemlich beschissen. Wegen Fernkampf und so. Kommst du hier an die ran. Und ich snipe mich einfach die ganze Zeit weg. Das ist da. Heiltrank und Schuhe. Ich riskiere es. Plupp. Heiltrank. Und das nochmal eine Schaufel. Da. Welche nehme ich? Das ist die Frage. Welche sammle ich ein? Was werfe ich weg? Hier die Birchsticks sind, glaube ich, Nixe. Boots sind auch nicht so das Wahre eigentlich. Spruce Stick kann weg. Legendary. Schön. Erinnert mich gerade schon wieder an LOL. Und der Trank. Und zieh hoch. Und dann da hoch und dann da hoch. Aber ja, die Stelle eignet sich zum Leveln. Also wer eine Stelle zum Leveln braucht, ne, sucht euch einen freien Server und stellt euch einfach hier oben drauf und farmt einfach alles ab. Krasser Scheiße hier. Vielleicht Level 15. Also wer ist selbst? Wer spielt es denn eigentlich selbst? Das wäre auch mal eine gute Frage. Wer ist jetzt noch dran, spielt selbst? Also ich meine, am Ende des Videos sind sowieso die wenigsten Leute noch da, die zuschauen. Noch Platz für einen Heiltrank? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht.
jetzt auch noch die Rüstung, habe ich gesehen. Hat der andere aus letztem Mal geschrieben. Oh, ein goldener Helm gedroppt. Goldener Helm. Level 15. Ein Level, dann gibt es das Bash-Upgrade. Was ist das? Jetzt gab es aber den Soul Point. Das werfen wir dann mal weg. Komm, einen so einen Schuh werfen wir gerade mal weg. Und der Helm wird eingesammelt. Danke. Und jetzt geht's auch in die Stadt, weil ich wollte eh nur bis Level 15 machen. Wir können noch ein bisschen weiter leveln bis... Keine Ahnung. Solange bis wir ein paar härtere Sachen tragen können. Ah, schön. Der Bash-Spruch. Jetzt dreimal rechtsklick nur zu vorne, wo du einfach nach vorne springst. Der ist so geil. Da kannst du übelst Gas geben mit. Okay, Hunganzeige legt sie erst auf, wenn du nicht sprintest. Und schnelle Fortbewegung sieht jetzt dann so aus. Ja. Also geht doch. So kleine, nicht ganz Teleport, aber naja. Okay, so für diese Folge. In der nächsten schauen wir uns mal an, ob wir irgendwo einen Item Identifier finden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.